willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Nicht Ocarina of Time, A Link to the Past. Ah, ich war schon ein bisschen weit. Was ist passiert? Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, ein russischer Dorfer ist versteckt. Und werden uns jetzt auf den Weg dorthin nach. Merken wir uns jetzt super. Tolle Ausbildung genossen, super. Machen wir uns auch echt Sinn. Erzählen hat. Upsa. Richtig. Ich bin Sahasrara, der Name. Der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So. Ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert des Bösen sucht. Nishida kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei ermächtigen Dämonen besiegt. Klar, schaffen wir noch links. Und die drei Amuletten erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Selbstverständlich. Ja, sicher. Gut, dann versuch das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Gehe jetzt zum Palast der Fischer. Mut haben wir generell schon, aber. So weiter führen. So. Ich glaube, hier müssten Rubin und Bomben da sein. Rubine, Rubine und Bomben. Das ist richtig. Ja. Die akustische Gnade, die dir gezeigt hat, hier. Amulett. Alles hat er uns eingezeichnet, der alte Mann. Aha. Dann nochmal. Direkt zum ersten Medaillon. Naja, gut auch. Das ist auch gut. Tiefes Loch. So. Ausstattung mit einem Schlangen. Zack. Abkehr der Luzi. Zack. Das ist schon wieder cool gekommen, aber das haben wir ja erledigt. Soll uns nicht weiter stören. Passiert. Ja. Ah, ich warte. Was ist
als kleines Kind so viele, immer die großen Truhen dazu sehen. Aber, Scheiße. Kleine Ausrutsche hier.